Hey Leute, ich bin Fritz vom Kanal NFL Comfort Zone. Wir sind auf dem Weg in den Harz, denn heute ist ja Brockenbesteigung angesagt. Um 6 Uhr geht's los in Schörke. Wir sind gerade noch in Magdeburg, es ist ca. kurz nach 4 Uhr. Und ich würde sagen, legen wir los. Wir sind jetzt vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs. Wo laufe ich hier lang? What the fuck? Ja, wir laufen gerade über das Eckerlock hoch auf den Brocken. Ist im Dunkeln natürlich nicht ganz so spektakulär, weil man nicht so viel sieht. Aber ich habe trotzdem versucht, ein paar Bilder für euch einzufangen. Und ja, sind ein paar Leute unterwegs auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie wir dann oben sind, weil viele Leute auch einen anderen Weg wählen. Gibt ja noch von, ich glaube, Torfhaus, drei an Hohne und so weiter. Und wir haben uns fürs Eckerloch entschieden, weil das eigentlich der spannendste Weg ist, weil hier halt überall, wo bin ich? Weil hier halt überall irgendwie Steine sind und Äste und alles sehr naturbelassen. Natürlich auch ein bisschen anstrengend und nicht nur Straße. So, und ich mich jetzt noch auf die Fresse packe, würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Also die meisten Leute werden wahrscheinlich noch entspannt in ihrem Bettchen liegen und schlafen. Und wir knüppeln erstmal ein bisschen durch den Harz und den Brocken hoch, so wie ich sein muss. Boah, hier oben, wo man jetzt aus der Baumgrenze raus ist, pfeift der Wind. Ja, wer von euch das Eckerloch schon mal hochgewandert ist oder in der Gegend hier schon mal war, der weiß, dass nach dem Steinaufstieg beim Eckerloch die Straße kommt, jetzt in der Teerstraße, wie ihr seht. Und die führt jetzt quasi rauf zum Brocken. Schneidet gerade. Auf jeden Fall mega Luftfeuchtigkeit. Ja, sind jetzt glaube ich noch so 1,5, 2 Kilometer und dann sind wir auch schon oben. Bisher ist von Sonnenaufgang nicht viel zu sehen. Ich kann ja mal gucken für euch, wie spät es ist. 7.14 Uhr schon. So, hier pfeift ein bisschen der Fuchs. Meine Haare sind nass geschwitzt. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich mir jetzt mal ein Mützchen überziehe, damit ich mir hier keinen Schnupfen hole. Eugen! Yes, auch mit am Start. Oh, Leute, jetzt fährt die Brockenbahn lang. Nee. Wir haben irgendwann den Anschluss verloren. So einen Modus bekommen, da waren wir mitten drin in der Gruppe der anderen und das war uns nicht. Ja. Ja, jetzt ein schön viel Knubbeln. Steffi geht schon mal vor, sie fängt an zu freuen. Ja. Ja, ihr müsst schon ein bisschen aus. Geleuchtet sein. So, Statement. Boah, das sieht geil aus. Ja, wir sind fast oben gerade, wo es trocken wird. Wir haben noch ein bisschen Schnee, wenn man gleich Häuschen. Wir sind auch schon oben, der Sonnenaufgang scheint noch ein bisschen zu dauern. Ich hoffe, ihr versteht mich halbwegs, ist etwas windig. Ja, irgendwas Spaß auf jeden Fall.
Frühstück, Leute. Und Action. Ja, das ist der kürzeste Weg. Das ist nicht schön, aber... Simon! Guckst du frei, was? Ja? Cool, cool, cool. Schöner Kanal! Ja, ich habe schon überlegt, ob welche da sind, weil es passt ja automäßig und so. Mach mal so. Mach ich. Nur 205 Kilometer bis nach Berlin. Los geht's! So, 130 Kilometer bis an Magdeburg, meine Heimat. Weiter geht's! Vielen Dank, lass uns schmecken, es ist jetzt ja wie zweite. Genau. Ja Leute, hier seht ihr übrigens Schnee, ne? Also soll keiner sagen, wir waren hier nicht im Winter. Ein letzter Ausblick auf die Brockenstation und wir werden jetzt langsam wieder runter machen. Ja, also ab und zu ziehen die Wolken mal ein bisschen auf, aber auf der Kamera sieht man das gar nicht so richtig. Also man hat manchmal so ein bisschen Blick ins Tal da hinten, aber naja. So, wir werden jetzt wieder runtergehen und sehen uns später. Auch mal die kleinen Schleichwege nehmen, Leute. Ja, das sind nämlich die, die in dann schöne Ecken führen wie hier und nicht nur auf der Beton, Asphalt, sonst was Straße laufen. Ah, herrlich. Ja, der Harz ist optisch schon ein kleiner Leckerbissen. Ah, guck dir das hier an. Das ist doch geil, oder?
Leute, das ist einfach nur gerade richtig geil. Schöner Nebel im Hintergrund. Wenn jetzt noch wie die Sonne ein bisschen durchkommen würde und ein paar schöne Lichtstrahlen reinprojizieren würde, das wäre natürlich noch geiler. Aber hier ist einfach herrlich. Ah, wie die Suppe hier drin hängt. Hier ist auch nicht mehr kalt, nicht mehr windig. Ja, der Weg nach oben war einfach ein bisschen dunkel, ne? Hat man nicht viel gesehen. Aber jetzt hat man einen schönen Ausblick. Oh, hier ging es runter. Ja Leute, das war der vorweihnachtliche Brockenaufstieg, ist so ein Geocaching und gleichzeitiges Wanderevent, deswegen waren auch so viele Leute oben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, habt ein paar Eindrücke mitnehmen können von der Tour, war auf jeden Fall cool und wir werden gleich noch ein bisschen weiterziehen. Wenn euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao!